Diptera. Im Gegensatz zu anderen geflügelten Insekten haben die Zweiflügler ihre hinteren Flügel zu Halteren umgewandelt, den sogenannten Schwingkörbchen. Bei der Bestimmung werden die Diptera in drei Gruppen unterteilt: die Flügellosen, die Stummelflügeligen und die Dipteren mit Flügeln. Zur Bestimmung von Arten, bei denen das vordere Flügelpaar voll ausgebildet ist, sind die Adern und angrenzende Zellen wichtig. Dabei sind die Zellen nach der darüber liegenden Ader benannt, so liegt zum Beispiel die Zelle R4 zwischen den Adern R4 und R5. Bei den Flügeln spielen Form, Behaarung, die Ruheposition und die Adern eine große Rolle. Am Thorax befinden sich die Merkmale das Schildchen, das Schüppchen, weiterhin die Ozellen, die Halteren und Prähalteren, das Metathorakalstigma, der Rüssel bzw. Stechrüssel, die Taster, die Augenbrücke, die Beinglieder, der Nitel, die Segmentierung des Abdomen. Am Tarsus finden wir Kralle, Pulville und Impodium. Die Hypopleuralborsten, Sternopleuralborsten, Postscutellum, die Vibrissen, die Postvertikalborsten und die Orbitalborsten.